Leute, sind wir wieder. Heute machen wir so eine Art Frühstücks-Burrito-Bits. Das könnt ihr entweder zum Frühstück machen, so wie ich es auch gerade gesagt habe, oder ihr könnt es dann machen, wenn mal Gäste anstehen, die sich spontan angekündigt haben. Denn die sind super einfach zu machen, gibt ganz viele verschiedene Variationsmöglichkeiten. Könnt ihr auch gerne eure Anregungen unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, und wenn ihr jetzt Lust auf das Video habt, dann bleibt einfach mal dran. Für unsere Tortillas starten wir mit erstmal in einer Schüssel, denn wir geben hier 8 Eier rein und Milch. Und zwar nehmen wir ganz normale Eier und dann nehmen wir nur 7 Eier. Und die einmal hier reingeben, damit wir die gleich anschließend mit der Milch verquirlen können. Ihr könnt schon mal im Backofen auf 180 Grad vorheizen. Und dann würzen wir das alles mit Pfeffer, Salz und ja, das, worauf ihr noch Lust habt. Vielleicht ein bisschen Chili rein, aber können wir gleich auch noch in Form von Chili-Ringen um drüber geben. So, dann einfach alles verquirlen. Als Füllung nehmen wir uns das, was ihr, worauf ihr Bock habt. Ich nehme hier Schinken. Ich nehme erstmal eine Scheibe, weil habe ich mir in der Frühstücke schneiden lassen, wie ihr seht. Den werde ich erstmal hier klein schneiden. So, was wir jetzt auch noch nehmen, ich habe hier schon ein paar Sachen rausgeholt, ihr seht es hier. Und zwar, ich nehme kleine Kirschtomaten und werde diese auch noch vierteln. Und ihr könnt echt alles nehmen. Ich gebe euch jetzt nur ein paar Anregungen, weil ich möchte viele verschiedene Sachen machen. Und diese könnt ihr echt wunderbar mitnehmen zum Picknick, zum Frühstück vorbereiten. Könnt ihr das wunderbar, ihr könnt es auch einfach nur aufwärmen, das geht auch, wenn ihr es eingefroren habt. Dann zum Beispiel werde ich jetzt hier noch ein paar machen mit getrockneten Tomaten. Die werde ich gleich dann einfach noch in Stücke reißen, weil ich da einfach nicht groß viel Arbeit haben möchte. Dann habe ich jetzt hier, die haben es nicht ganz überlebt, den Einkauf, Kräutersaiblinge. Und die werden, die sind eigentlich relativ sauber, einfach nur klein schneiden. Ihr könnt natürlich auch dann nochmal hingehen und fitteln. Dann habe ich jetzt hier aus meinem, das ist eigentlich nicht geplant, aber jetzt, hier ist Ziegenkäse. Den werde ich einmal komplett verwerten. So, den auch einfach in Würfel schneiden. Gut, anderen Käse habe ich auch noch. Mir auch eine Scheibe von abschneiden lassen. Könnt ihr auch eine Scheibe von abschneiden? War ein scheiß Wortwitz. So, den können wir jetzt auch noch einmal was rausschneiden. Und den können wir dann einfach drüber krümmeln. Jetzt kommt der eigentliche Star für unsere Burrito-Bits. Tortillas. Versucht die mal in Bio-Qualität zu kriegen. Könnt ihr vergessen. Deswegen habe ich mir die geholt. Rausholen hier. Ich lege die schön übereinander. Und werde sie jetzt fitteln. So, dann werden jetzt einfach diese Tortillas hier reingegeben. Und zwar mache ich 2 in einem. So. Dass es auch schön oben ist, alles auskleidet. So, dann fangen wir an zu befüllen. Und dann nehmen wir uns ein paar Pilze. Geben die hier rein. So, beim nächsten nehmen wir halt ganz normal Tomaten. So, dann habe ich jetzt hier noch ein paar Chilis. Die kann ich einfach hier drauf geben. So, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch ein bisschen Chili-Pulver drauf geben. Oder ein paar andere Gewürze. Ich nehme zum Beispiel hier Majoran. Und davon werde ich einfach nur ein bisschen hier vereinzelt oben drüber geben. So, und dann haben wir jetzt hier zum Schluss noch die Creme. Die rühren wir noch einmal durch. Und dann gießen wir alles an. So, und damit einfach alles jetzt ausgebacken. So, und auch das passiert mir, dass die halt überlaufen. Aber im Grunde genommen sind sie jetzt fertig. Das müssen sie noch hier rausholen. Und ihr seht, warum ich alle voll übergetan habe, weil die hier manche schon echt ein bisschen kross sind. Ihr seht es hier. Passiert halt. Ja, und dann können wir das eigentlich schon
ganz normal essen. So, und das war's auch schon wieder. Ihr habt gesehen, diese Burrito-Bits zu machen, ist wirklich nicht schwer. Ihr könnt zum Frühstück machen, könnt zwischendurch machen, ihr könnt zum Abend machen, wenn ihr Gäste habt. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Abwandlung könnt ihr unten reinschreiben. Schickt mir die Fotos auf Instagram oder auf Google Plus oder auf Facebook in die Pinnwand oder unter dem Hashtag natürlich lecker. Ja, dann noch ein bisschen in anderer Sache. Schaut mal gerne vorbei beim Bio-Koch. Der macht wie immer super Videos, kann ich euch nur empfehlen. Oder wenn ihr mal ein ganz anderes Thema anschauen wollt, dann schaut einfach mal beim dem Selbstversorger-Kanal vorbei. Den habe ich in meiner Liste an der Seite vom Kanal verlinkt. Der macht wunderbare Videos zum Thema Selbstversorgung, zum Thema Anbau oder sonst irgendwas. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, und ich bin raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.